Das Schönheitsideal hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder gewandelt. Während nach dem Krieg, den sogenannten Hungerjahren, runde Formen als schön galten, wurden die Models im Laufe der Jahrzehnte immer dünner. Naja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber glaubt ihr nicht auch, dass ein Model wie auf diesem Bild gar nicht mehr so wirklich gesund sein kann? Klar, der Anteil an Fett in ihrem Körper ist verschwindend gering. Jedoch ganz ohne Fett funktioniert unser Körper nicht mehr richtig. Warum ist das eigentlich so? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Welche Rolle spielen Fette in unserem Körper? Zunächst schauen wir uns den Weg der Fette durch den Körper an. Werden Fette durch die Nahrung aufgenommen, gelangen sie in den Dünndarm und werden überwiegend dort abgebaut. Enzyme spalten sie dort in ihre Bestandteile auf, zum Beispiel in Fettsäuren. Die Spaltprodukte werden dann von den Zellen in der Dünndarmschleimhaut aufgenommen. Sie werden umgebaut in körpereigene Fette und von den Lymphgefäßen, also den Gefäßen des Lymphsystems, abtransportiert. Über die Schlüsselbeinvene gelangen sie schließlich in den Blutkreislauf und werden dort mit Hilfe spezieller Proteine, sogenannten Lipoproteine, im Körper verteilt. Kommen wir nun zu den Aufgaben der Fette im Körper. Fette dienen im Körper als Schutzpolster. Das heißt, sie schützen unsere inneren Organe vor Stößen und isolieren den Körper nach außen gegen Kälte oder eben überhaupt gegen Temperaturschwankungen. Eine weitere Aufgabe von Fetten im Körper ist ihre Funktion als Lösungsmittel. Es gibt eine ganze Reihe fettlöslicher Vitamine. Das heißt, das sind Vitamine, die erst dann für die Zellen zugänglich gemacht werden können, wenn sie in Fett gelöst wurden. Dazu zählen zum Beispiel die Vitamine A, D, E und K. Die dritte und vielleicht wichtigste Funktion von Fetten im Körper ist ihr Nutzen als Energieträger. Und wie wir sehen können an dieser Tabelle, ist der Energiegehalt von Fett sehr hoch. Im Vergleich zu Kohlenhydraten oder Eiweißen besitzt die gleiche Menge Fett mehr als doppelt so viel Energiegehalt. Das ist ungefähr mit dem Energiegehalt des Erdöls vergleichbar. Bei Lebensmitteln wird der Energiegehalt häufig als Brennwert bezeichnet und in Kalorien bzw. Kilokalorien angegeben. Nüsse zum Beispiel haben einen ziemlich hohen Brennwert. Wie hoch der Brennwert einer Erdnuss ist, könnt ihr bei meinem Versuch die brennende Erdnuss sehen. In diesem Versuch zünde ich eine Erdnuss mit einem ganz normalen Feuerzeug an. Sie lässt sich relativ leicht entzünden und wenn sie erst einmal brennt, geht sie so schnell auch nicht wieder aus. Eigentlich wirkt es, als hätte man eine kleine Fackel in der Hand. Bloß nicht mit Wasser löschen, denn was in der Erdnuss brennt, so stark brennt, ist natürlich das Fett, das sie enthält. Und naja, ein Fettbrand sollte man niemals mit Wasser löschen. Ich hoffe, ihr wisst wieso. Eine weitere Aufgabe der Fette im Körper ist ihre Funktion als Energiespeicher. Fett ist eigentlich ein optimaler Energiespeicher. Wenn wir wieder den Vergleich ziehen zu den Kohlenhydraten, zum Beispiel Stärkespeicher wie in Pflanzen haben, besitzt Fett bei gleichem Energiegehalt nur das halbe Gewicht. Es ist also kein Wunder, dass unser Körper überschüssig aufgenommene Energie hauptsächlich in Form von Fett im Fettgewebe abspeichert. Das nennt man dann Depotfett. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Kapitel, nämlich den Fetten in der Ernährung. Ja, wenn man über Ernährung spricht, kommt man eigentlich an dem Thema Fette kaum vorbei. Auf Fette beim Essen ganz zu verzichten wäre, wie wir gerade gesehen haben, bestimmt nicht gut. Aber Vorsicht, Fett ist nicht gleich Fett. Zum einen gibt es die sogenannten essentiellen Fettsäuren. Eine kleine Vorabinfo:
Fettsäuren sind Bestandteile von Fettmolekülen. Wir werden in den nächsten Stunden noch genauer erfahren, wie eine Fettsäure oder ein Fettmolekül aufgebaut ist. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen gesättigten, einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Während der Körper die gesättigten Fettsäuren überwiegend als Energiespeicher nutzt, braucht er ungesättigte Fettsäuren zum Beispiel zur Produktion hormonähnlicher Substanzen. Diese Substanzen, beispielsweise Prostaglandine, sind für den Körper unverzichtbar. Allerdings ist es so, dass die meisten ungesättigten Fettsäuren nicht vom Körper selbst hergestellt werden können. Das heißt, sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Solche Fettsäuren heißen deswegen essentielle Fettsäuren. Die empfohlene Zufuhr von essentiellen Fettsäuren liegt bei ca. 10 Gramm pro Tag. Das heißt, das ist ungefähr so viel, wie eine 2-Euro-Münze wiegt. Grundsätzlich kann man sich folgende Faustregel merken. Der Anteil von gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren sollte in der Ernährung 1:1:1 betragen. Also das heißt, von allen drei Arten von Fettsäuren sollte ungefähr gleich viel aufgenommen werden. Auf den folgenden Bildern siehst du einige Beispiele von Lebensmitteln und welche Fettsäuren in ihnen überwiegend vorhanden sind. Die gesättigten Fettsäuren findest du in Milchprodukten, in Fleisch, in frittierten Sachen, in Wurst und in süßem Gebäck. Einfach ungesättigte Fettsäuren findest du beispielsweise in Avocados, in Erdnüssen, im Olivenöl oder auch im Rapsöl. Im Rapsöl stecken auch jede Menge mehrfach ungesättigte Fettsäuren, genauso wie in vielen anderen Nüssen, zum Beispiel Walnüssen oder im Seefisch. Eine ganz besondere Rolle spielen die sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht hast du von ihnen schon gehört. Ihnen wird eine besonders wichtige Funktion für Herz und Kreislauf zugeschrieben. Man sagt, sie senken die Risikofaktoren für Herz- und Kreislauferkrankungen drastisch. Vor allem kommen Omega-3-Fettsäuren im Seefisch vor, also in Fischen aus dem Meer. Aber auch in einigen pflanzlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Avocados oder Brokkoli. Ein eher düsteres Kapitel beim Thema Fette sind die sogenannten Transfette. Über ihre schädliche Wirkung wird schon seit Jahren diskutiert. Aber was versteht man eigentlich darunter? Was macht diese Fette denn so gefährlich? Und vor allem, wo sind sie enthalten? Mehr darüber erfährst du in dem folgenden Video. Chips. Croissants, Pommes und Co. Wer Gebackenes und Frittiertes mag, lebt mitunter gefährlich. In ihnen steckt viel ungesundes Fett. Die sogenannten Transfette. Industriell gehärtete Öle, die krank machen können. Diesen Fetten sagt die WHO nun den Kampf an. So will die Weltgesundheitsorganisation weltweit die Transfette aus Lebensmitteln verbannen. Transfettsäuren entstehen ja bei der Teilhärtung und Härtung von pflanzlichen Ölen. Und alle Produkte, die daraus hergestellt werden oder die zum Beispiel mit diesen Fetten frittiert werden, gebacken werden oder auch gebraten werden. In diesen Produkten finden wir vermehrt Transfettsäuren. Für Lebensmittelhersteller ist das ideal. Beispiel Backwaren. Transfette machen die Produkte streichfähig, cremig, haltbarer und vor allem preiswerter. Das Problem: Beim Backen und Frittieren verändern sich die Fettsäuren auf molekularer Ebene. Natürlicherweise haben die Fettmoleküle an einer Stelle zwei Wasserstoffatome auf derselben Seite und werden deshalb CIS-Fettsäuren genannt. Beim Härten wechselt nun ein Wasserstoffatom auf die gegenüberliegende Seite. Das Molekül ändert seine Ausrichtung, es bildet sich eine Transfettsäure.
Während die CIS-Fette das gute Blutfett HDL-Cholesterin erhöhen, nimmt durch die Transfettsäuren das schlechte LDL-Cholesterin im Blut zu und führt zu schädlichen Ablagerungen in den Blutgefäßen. Die Folge? Herzerkrankungen. Laut Schätzungen der WHO führen diese Herzerkrankungen pro Jahr zu etwa 500.000 Todesfällen. Ein gewichtiger Grund, den Transfetten den Kampf anzusagen. Die WHO hält es für realistisch, Transfette in Lebensmitteln innerhalb von 5 Jahren abzuschaffen, denn in vielen Ländern sind sie bereits verboten oder stark eingeschränkt. Zum Beispiel in Dänemark. Dort hat die Politik schon seit 2003 alle Produkte verboten, die mehr als 2% dieser Fettart enthalten. Mit Erfolg. So ist die Zahl der durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachten Todesfälle in Dänemark um 70% zurückgegangen. Experten führen das auf das Verbot von Transfettsäuren zurück. Die Einnahme von 5 Gramm Transfett pro Tag, das entspricht einem Teelöffel, also nicht viel, erhöht das Risiko von Herzerkrankungen um ca. 20%. Das ist, als würde man pro Tag 10 Zigaretten rauchen. Dadurch erhöht sich das Risiko von Herzerkrankungen im selben Maß. Forscher gehen derzeit auch der Frage nach, ob die krankmachenden Fette die Gefahr für Krebs, Diabetes und Unfruchtbarkeit erhöhen. In der EU wird seit Jahren über das Thema diskutiert. Doch auf eine Obergrenze oder gar ein komplettes Verbot konnten sich die Mitgliedstaaten bisher nicht einigen. Vielleicht schafft es ja nun die WHO, den entscheidenden Anstoß zu geben und die Transfette in unseren Lebensmitteln zu verbieten. Und zwar weltweit. Ja, das war's schon. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.